Freunde des geilen YouTube-Sports, grüße euch. Yes, hier ist euer Virus, ey. Gut gelaunt, geht's ans Werk. Jetzt geht's zum Unboxing. Da ist das in der Paket. Da ist eine Blümchen eingepackt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also, wo kriegt man denn solche Pakete? Okay, alles klar, erklärt schon einiges. Flower Power Rules, Digga. So, jo, jetzt haben wir auch mal ein nettes Messerchen hier. Da holen wir uns jetzt auch ganz einfach mal. Komm her, so. Ja, ja. Schön schwer das Ding. Gut, in der Hand, ja gut, ich könnte sagen, könnte etwas, ne? Ist ein bisschen klein für meine Hand, aber ja, aber du hast es gut im Griff vorne und hinten an der Kante. Zoom, Alter. So. So, jetzt wollen wir mal gucken, wie scharf das ist. Gehen wir da rein. Zwei Sekunden später. So, ja, jetzt weiter. Scharf ist es auf jeden Fall, ja, 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 definitiv. Ja, was habe ich mir bestellt? Jawohl. Oh, den Karton kann man so einfach aufmachen. Den hätte ich natürlich auch nochmal zugeklebt. Ja, natürlich jetzt nicht die feine englische. Ah, so kommt man aus. Glatter Karton, kriegt man schwer weg. So, darüber. Darüber das feine Ding. So. Ja. Und zwar ist das die neue Cam von Logitech. Also müsste die aktuellste sein. C920 war, glaube ich, die letzte. Und das müsste die C922 sein. Hoffe, so, dass ich jetzt das richtig gesagt habe. Für einen Schnapperpreis. Ja. Jetzt ergibt mich nur einmal benutzt, der gute Kerl. Typ Mann, mit dem habe ich vorhin noch geschrieben auf eBay. So, da haben wir sie. Das Nachfolgemodell. Ja, ist nur schade. Ich weiß nicht, was die Leute mit den Kartons machen, mit den originalen Kartons. Ne? So, wollen wir mal gucken, was hier noch so drin ist. Vielleicht verwahre ich mir dieses Verpackungsmaterial. Auf jeden Fall Verbindungsdings für das Audio, glaube ich. Für Mikrofon, aber das brauche ich ja nicht. Ne? Der hat es benutzt eigentlich zum Streamen, dann wollte er doch nicht mehr streamen. Ich sehe auch nirgendwo irgendwo so ein Anschluss für. Vielleicht ist das hier unten versteckt, aber ich glaube, ich erwähne, das ist ja nur zum Aufhängen und. Ja, genau. Also ich weiß jetzt nicht, wofür ich jetzt dieses Kabel gekriegt habe. Ja. Okay. Okay. Und natürlich geiler Ball, ne? Hier. Schönes Stativ. Fettes, geiles Teil. Mal gucken, wie das funktioniert. So, auf jeden Fall, ja, ne? Hiermit mache ich es lose. Habe ich festgestellt. Komm her. Also reicht ein ganz kleines lackes Teckerchen nach links, siehst du, und das Ding wackelt schon. So, jetzt mach ich mal nach oben, ganz leicht nach rechts wieder und schon ist es fest. Ja, und natürlich kann man, habe ich euch jetzt nicht gezeigt, jetzt deswegen blende ich das jetzt gerade nochmal so als kleines Extras-Video ein. Man kann die also nochmal ausziehen, wie ihr seht. Teleskopmäßig. Ja. Einmal. Zack. Dann hat man halt diese Schräglage und das macht man dann auf den anderen Füßen auch. Zack. Und zack. Und dann kann man komplett runtergehen. Also, ne, da ist noch ein bisschen Spielraum drin. Jo, ein nettes kleines Feature ist das auf jeden Fall. Dies kann man wahrscheinlich für eine Bluetooth-Box nehmen oder ja, als Verbindungskabel für einen MP3-Player von der Bluetooth-Box oder sowas. So würde ich es für was verwenden, weil. Ich wüsste jetzt nicht, dass das irgendwie zu Cam gehört, weil hier nirgendwo so ein Anschluss, so ein Klinkenanschluss ist. Ja, das ist nur zum Draufdrehen hier. So, plups. So, da werde ich die Cam da drauf machen. Oder ich werde es mir oben am Monitor hängen. Auf jeden Fall liegt das meine neue Webcam um für die nächsten Streams, ja, und für den nächsten Live-Let's Play oder normalen Let's Play zu verwenden und weitervergeben zu dürfen. Naja, so, das mal dazu und dann schöne Grüße an dem, falls du dieses Video sehen solltest bei der Webcam. Dankeschön. Dann wollen wir jetzt mal testen, ob es auch funktioniert und was es von sich gibt. Und in dem Sinne würde ich sagen, danke dir. Das ist ein super Preis gewesen. Ich habe das gegoogelt vorher, ich habe mal was ausgesucht, ich habe mal irgendwo mal mitgeboten gehabt. Und dann habe ich das von dir gesehen, haben wir benutzt und
da ist man so ein bisschen skeptisch, weißt ja, ne? Aber du hast 100% Bewertung drin, hat zwar noch nicht viel verkauft gehabt, aber ich denke, da könnte mal sein, dass das ist so einer von vielen, die man nicht so und aber den kannst du vertrauen, so nach dem Motto. Hm? Ich habe bis jetzt kein Problem gehabt mit eBay. Ich weiß nicht, wie es mit euch ist. Schreibt es mal unten in die Kommentare. Und ja, ich bin raus. Danke fürs Zusehen und ja, wir sehen uns im nächsten Stream. Verpippt bei Daylight. Also, danke fürs Zusehen. Euer Virus. Ciao, BV.